Matthias, du bist zwar schon ein bisschen länger im Training, aber man kann sagen, es ist alles gut verlaufen, schneller gegangen, als viele es erwartet haben. Nimm uns noch mal ein bisschen mit, so eine kleine Zeitspanne zum Zeitpunkt der Verletzung, vielleicht auch bis zum ersten Training. Ja, ich glaube, so eine Verletzung ist nie was Schönes und auch noch im Trainingslager, wo du gerade dich auf die Saison vorbereitest. Aber ich glaube, nochmal ein Riesenkompliment hier an die Fitnesstrainer, an die Physios, die haben richtig gute Arbeit gemacht. Und jetzt, dass ich nach 8 Wochen hier gesund auf dem Platz stehe, ist phänomenal. Es macht einfach Spaß, wieder Fußball zu spielen. Ich glaube, man weiß dann, dass Fußball doch was Schönes ist, wenn man mal nicht so oft spielen kann oder verletzt ist. Deswegen ist es einfach wunderschön. Du hast in deiner Karriere schon viele Verletzungen gehabt, da müssen wir gar nicht drüber sprechen, großartig. Wie ist es dann für dich gewesen, das erstmal zu realisieren, oh, jetzt kommt wahrscheinlich wieder eine längere Ausfallzeit, aber dann auch wieder direkt den Mut zu fassen, zu sagen, ja, packe ich wieder an, und man kennt dich ja, du bist ja für deine Mentalität bekannt, das dann auch wieder umzusetzen, dass du wieder schnellstmöglich auf dem Platz stehst? Ja, ich glaube, am Anfang einer Verletzung ist man immer ein paar Tage traurig. Vergisst auch vielleicht mal ein paar Tränen, weil ja, Verletzung ist nie schön. Aber wie gesagt, ich stehe immer wieder auf, ich werde immer wieder kämpfen, egal was kommt, egal wie es mir geht oder was ich habe. Deswegen, ich habe dann direkt ein paar Tage danach wieder nach vorne geschaut, mir Ziele gesetzt und die Herausforderung angenommen, meinen Körper nochmal stabiler zu machen, nochmal besser zurückzukommen. Und ich glaube, das ging nach 8 Wochen richtig gut. Du hast gerade schon ein Lob an unsere medizinische Abteilung ausgesprochen. Wie waren da die Abläufe, wie waren die Absprachen, dass es wirklich so gut funktioniert hat und auch, dass die Tatsache besteht, dass du so schnell wieder zurückkommen konntest? Ja, ich glaube, der Carsten hier hat mich sehr gut betreut. Ich konnte hier im Wasser Übungen machen, wir haben hier ein Becken, da war ich im Alter-Chi. Da wird Luft reingepumpt, dass ich mein Körpergewicht nicht 100% laufen musste auf dem Laufband, sondern vielleicht nur 10% oder 20% von meinem Körpergewicht. Ja, so kleine Steps einfach. Im Kraftraum viel mit Engin gearbeitet, mit dem Fitnesstrainer viel an der Stabilität gearbeitet, Beintraining, und ich glaube, am Ende haben wir ein gutes Resultat hinbekommen. Du hast, man hat es über Social Media gesehen, von zu Hause mitgefiebert, als die Jungs gespielt haben. Vielleicht ein Wort dazu, wie hat es dir gefallen bisher? Was ist dein Eindruck der ersten 4 Spieltage von den Jungs, bevor du jetzt halt wieder zur Mannschaft stoßen konntest? Ja, die Jungs haben das richtig gut gemacht. Es waren keine leichten Spiele in Magdeburg, in Offenburg, in Offenbach. Deswegen, die haben das bravourös gemeistert. Am Ende vielleicht jetzt für 2-2 war ärgerlich, 1000 auch ärgerlich, aber ich glaube, so Spiele gehören dazu in der zweiten Liga. Wir müssen versuchen, hinten vielleicht weniger Tore zu bekommen oder auch mal zu Null zu spielen und vorne einfach 2-3 Buden machen. Ich glaube, da müssen wir hinkommen, dass wir besser nach vorne spielen, dass wir auch unsere klare Torchancen nutzen und noch mehr Torchancen herauszuspielen. Ich glaube, da haben wir noch einiges zu tun, deswegen, wir arbeiten dran, dann gucken wir, dass wir in Braunschweig es besser machen. Man spricht im Fußball ja gerne von Prozenten. Wie viel Prozent hast du schon in dir? Wie fühlst du dich jetzt nach den ersten Einheiten, nach den ersten 1,5-2 Trainingswochen mit Blick jetzt auch vielleicht auch aufs Wochenende für dich? Ja, ich glaube, ich bin bei 100%. Ich habe viel läuferisch gearbeitet, viel Fitnesstrainer, mit Engin gearbeitet auf dem Platz, fußballerisch. Ich glaube, ich bin bei 100%. Jetzt liegt es am Trainer. Ich versuche mich jedes Training reinzuwerfen. Ob er mich mitnimmt, er muss die Entscheidung fällen am Ende. Und deswegen, ich versuche alles Mögliche zu machen, dass ich im Braunschweig dabei bin. Thema Braunschweig, du bist ein erfahrener Spieler von uns, du kennst die Szene da, du weißt auch, wie es um den Verein aktuell steht, noch kein Tor, noch kein Punkt. Wie gefährlich ist dieses Spiel und was erwartest du dort? Ja, ich glaube, wir haben damals schon mal dort gespielt und 0-0 gespielt, war auch nicht kein berauschendes Spiel. Ich weiß, was wir da machen müssen. Die haben kein Tor geschossen, 0 Punkte. Ich glaube, das ist immer ein angeschlagener Boxer, wie es heißt. Deswegen muss man da immer vorsichtig sein, wir müssen konzentriert sein. Uns 100% reinwerfen in die Zweikämpfe, besser nach vorne spielen, Torchancen nutzen und den Gegner gar nicht aufkommen lassen zu Hause. Deswegen, es wird ein ganz schweres Spiel.